Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Game Pass Updates für Januar 2024. Mit dabei sind ein aufregender Banküberfall, ein rasantes Formel 1 Rennen oder auch eine fesselnde Monsterjagd. Ich glaube, heute ist für wirklich fast alle was dabei. Alle neuen Spiele, die ihr im Game Pass innerhalb der nächsten 3 Wochen neu hinzugefügt bekommt, zeige ich euch jetzt im Video inklusive Trailer und kurzer Beschreibung. Außerdem verrate ich euch, welche Spiele das Abo verlassen. Aber ich habe eine gute Nachricht. Diesmal handelt es sich tatsächlich nur um ein Spiel. Also seid gespannt. Jetzt geht's los. Ja, das gab es wirklich schon länger nicht mehr, dass nur ein einziges Spiel aus dem Game Pass Abo herausfällt. Und diesmal gilt das ja sogar für 3 Wochen. Also die Deadline am 31. Januar. Es fällt Hitman World of Assassination raus. Dieses könnt ihr dann also nicht mehr spielen. Aber natürlich, ihr wisst es ja, wenn ihr es kaufen wollt, bekommt ihr bis dahin noch 20% Rabatt. Wenn ihr also Bock habt, das Spiel länger zu spielen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ganz frisch neu im Game Pass ist Those Who Remain. Bereits vor 2 Wochen vorgestellt ist es jetzt im PC Game Pass, genauso wie im normalen Konsolen Game Pass und natürlich auch im Ultimate Game Pass enthalten, womit ihr das Spiel dann auch über die Cloud spielen könnt. Während das Licht verblasst, entfacht das Glutnest der Dunkelheit in der verschlafenen Stadt Dormant. Stelle dich den Schrecken der Nacht, bewahre deine geistige Gesundheit und bleibe am Leben. In diesem psychologischen Thriller aus der Ego-Perspektive. Am 18. Januar kommt Turnip Boy Robs a Bank neu in den Game Pass und ist damit direkt zum Release-Tag spielbar, und zwar über alle 3 verschiedenen Game Pass-Arten. Und ich kann nur sagen, Turnip Boy ist zurück. Dieses Mal schließt er sich mit der Pickled Gang zusammen, um den verrücktesten Raubüberfall aller Zeiten zu planen und durchzuführen. Erpresse Geiseln, stiehl Wertgegenstände, kämpfe gegen die Ordnungshüter und setze skurrile Werkzeuge aus dem Dark Web ein, um tiefer in die Tresorräume der Botanical Bank vorzudringen. Das wird ein rasantes Spektakel. Ab dem 18. Januar steht euch F1 23 oder auf Deutsch F1 23 neu im Game Pass zur Verfügung, und zwar über die EA Play Variante, die mit dem Abo enthalten ist. Aber Achtung, dieses Spiel ist tatsächlich nicht über die Cloud spielbar. Ihr könnt es also nur über Konsole oder PC Game Pass spielen. Um was geht's da? Natürlich, ihr wisst es. F1 23 ist die neueste Formel 1 Simulation von EA Sports. Teste also deine Fahrkünste, erschaffe dir dein Traumteam in seinem offiziellen Videospiel der FIA Formel 1 Weltmeisterschaft 2023, der letzte, der bremst. Und ein weiterer Day One Release erwartet uns am 19. Januar mit Palworld. Tauche ein in ein Open-World-Abenteuer in Palworld, wo du über 100 einzigartige Pals entdecken kannst und natürlich auch einfangen kannst. Enthülle die Geheimnisse dieser mysteriösen Welt, stelle dich mächtigen Bossen und errichte starke Basen. Setze deine Pals ein, um Aufgaben für dich zu erledigen, und automatisiere komplette Produktionsabläufe. Palworld ist neu via Cloud-Konsole und natürlich auch PC im Game Pass spielbar. Go Measure Ball kommt am 25. Januar neu in den Game Pass, und auch dieses Spiel ist direkt zu Tag 1 nach Release im Game Pass enthalten und kann dann über Cloud-Konsole und PC gespielt werden. In diesem Twin-Stick-Shooter mit Roguelike-Charakter geht es hoch her. Schieße dich durch Arcade-Levels und nutze die Flipper-Physik in Kombination mit einer Vielzahl vernichtender Waffen zu deinen Gunsten. Besiege Wellen von feindlichen Bots, stelle dich mächtigen Bossen und verbessere deinen Mech zwischen den Durchläufen. Protato, der Top-Down-Roguelite-Arena-Shooter, kommt am 30. Januar in den Game Pass, sodass er via PC-Konsole und natürlich auch Cloud-Gaming direkt gespielt werden kannst. Protato ist also ein Arena-Shooter, in dem du eine Kartoffel spielst und bis zu 6 Waffen gleichzeitig schwingen kannst, um Horden von Aliens abzuwehren. Wähle aus verschiedenen Eigenschaften und Gegenständen, um einzigartige Builds zu erstellen und zu überleben, bis Hilfe eintrifft. Wow, das sieht spaßig aus! Und ein weiteres Highlight direkt zu Release am Tag 1 erwartet uns am 2. Februar mit Persona 3 Reload.
betritt den schmalen Grat zwischen Leben und Tod und enthülle die Geheimnisse der Dark Hour in Persona 3 Reload, einer fesselnden Neugestaltung des genreprägenden RPGs, wiedergeboren für die moderne Ära. Wow, direkt im Game Pass, via Cloud-Konsole und PC spielbar. Das sieht nice aus. Last but not least erwartet uns am 6. Februar mit dem Spiel Anuchart ein etwas anderes Spiel. Denn das Königreich Anuchart ist gefallen. Die überlebenden Nachkommen haben dich auserwählt, zum Bellwelder der magischen Outer Spell zu werden. Mach dich auf den Weg, bekämpfe Monster, löse Rätsel und verhilf Anuchart zu seiner einstigen Pracht. Im Game Pass enthalten via Cloud, Konsole und PC ab dem 6. Februar spielbar. Wow, Leute, was für ein heißes Update im Game Pass hier in der zweiten Januarhälfte. Das reicht ja diesmal auch wirklich bis in den Februar. Ich gehe davon aus, die erste Februar-Charge im Game Pass erhalten wir demnach erst am 6. Februar, sodass wir jetzt einiges zum Spielen haben in den nächsten drei Wochen. Meine Highlights, ganz klar, ist F123, aber auch Persona 3 Reload direkt zu Release. Das sieht richtig, richtig gut aus und weiß nicht, was Turn a Boy Robs a Bank ist. Falls das familientauglich geeignet sein sollte, könnte ich da vielleicht mal reinschauen. Ansonsten muss ich sagen, stabiles Update. Was ist aber euer Highlight oder was gefällt euch gar nicht? Schreibt es mir gern wie immer in die Kommentare. Heute mal ohne mein Ugly Face, aber natürlich mit meiner wundervollen Stimme. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wir sehen uns bald wieder. Nein, wir hören uns bald wieder. Ahoi, macht's gut, bis bald. Ciao. Dieses Video ist eine Produktion der Beautiful People Content Creation. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenem Equipment, unabhängig. Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichkind und Geek Music. Zwieback.